Hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play GTA 3 mit mir, Walkthrough, beziehungsweise euer Kommentator. Und da fangen wir auch gleich mal an. Ich entschuldige mich gleich für die schlechte Soundqualität, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ja, wir fahren hier mit diesem Laster, den habe ich irgendwie letztes Mal in die Garage gestellt. Und ich habe mir jetzt endlich den MP3, jetzt bin ich dran vorbei gesippt, den MP3-Sender hier erstellt. So. Und jetzt habe ich auch endlich mal super Musik hier am Laufen. So, und dann müssen wir uns erstmal überlegen, zu welchem Auftraggeber wir denn fahren. Hier nicht, das ist eine Nebenmission, habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich habe mehr Lust auf was Storymäßiges. Ja, weil es hier halt auch alles half blind ist. Das heißt ewig her. Jo, dann schauen wir mal. Ich glaube, wir fahren zu Tony Cipriani zuerst mal, weil er hier gleich auf dem Weg ist. Und ja, gucken wir mal, was der für uns Nettes hat. So, oh. Aber das tut mir jetzt aber leid. Tja, nun ja, gehen wir in die Mission hinein. Dum-dum-dum. Explodierende Fische. Okay, I've had enough of this shit. We're gonna finish the Triads and Liberty once and for all. Eight Ball's rigged a dust cart with a bomb. It's on a timer, so if you mess up, there'll be no evidence. Go and pick up the dust cart. Careful, Eight Ball says it's real sensitive. The slightest bump could set that thing off. Their fish factory will open its gates for a dust cart, so you can drive right in. Park up between the gas canisters and get the hell out of there. I want it to rain mackerel. We're talking real biblical here. Nothing low budget. Jo, nix Popliges. Also eine biblische Explosion werden. Okay. Da müssen wir ganz schöne Ansprüche hier erfüllen. Und warte, da ist mein Lieblingswagen. Wieso fährt er mir jetzt weg? Das finde ich nicht toll. Da ist direkt ein Polizist. Ja, dann fahre ich halt wieder mit dem Wagen, weil wäre kein Ärger. So. Hoffentlich müssen wir keine Verfolgungsjagd machen, sonst bin ich wirklich im Arsch. Oder wisst ihr was? Wir gehen kurz vorbei bei der. Das ist ja super. Genau da müssen wir hin, zur Autowerkstatt. Weil das ist ja echt super. Genau hier müssen wir hin, weil hier wollte ich sowieso hin. Weil hier gibt's, ne, den Benji. Eins meiner Lieblingsautos in GTA 3. Weil es einfach so schnell ist. Ach ja, Perf Stealer, wirklich. Das ist Musik, Leute. Elektroswing, die Zukunft. Ich würde sagen, besser als Dubstep. Sorry, dass ich das sage, aber ist meine Meinung. So, was muss ich jetzt? Muss da einsteigen in den Müllwagen? Das ist ja blöd. Hoffentlich hat der Radio. Ja, hat er. Schaden? Was? Oh nein! Jetzt verstehe ich das. Die Vorgängermission von der GTA 4-Mission. Ja, genau. Die meinen GTA 4 Let's Play gesehen haben, die wissen, von welcher Mission ich rede. Von der Mission, wo wir für den Russen, diesen Mafia-Boss, den man dann sowieso umnietet, für den muss man ja auch so einen Müllwagen transportieren und eine Autowerkstatt in die Luft sprengen. Und da darf man auch keinen Schaden nehmen mit diesem Müllwagen. Und anscheinend gab es in den Vorgängermissionen in GTA 3, das wusste ich gar nicht. Die knüpft sich also daran an. Das ist ja mal interessant. Ich finde das wirklich interessant, ja. Gut, ich hoffe, ich fahre jetzt hier nicht falsch. Aber ich fahre ja sowieso wie ein Ass, also meine Fahrerskills sind ja die besten aller Besten hier. Ich stoße an nichts an, ne? Ist der ja. Bin der King am Fahren, ne? So. Ja. Aha. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verfahren. Ich biege mal hier einfach scharf links ein. Ich möchte ja hier nicht irgendwo gegen. Ne? Wartet mal kurz. Weiter geht's. So. Kleine Unterbrechung kurz. Und ja, jetzt müssen wir hier reinfahren. Hier haben sie uns letztes Mal nicht reingelassen, die Triaden. Ob sie das diesmal machen? Wäre nett. Ja, diesmal werden wir reingelassen. Das ist ja strange. Die Leute, die letzte Folge gesehen haben, werden verstehen, was ich meine. Aber gut. So. Ich wusste gar nicht, dass es hier einen Timer gibt. Aktiviere die Autobombe, dann nicht sie weg. Die ist nicht aktiviert. Ach so, gut. Dann drücke ich einfach mal hier, zack, Bombe scharf. Wie wäre es, wenn ich jetzt mal abhaue? Das wäre vielleicht ganz gut, hä? Ja. Boom! Boah! Das war ja geil. Jo,
Lass mich in Ruhe. So, komme ich da raus? Ja, super, das Tor geht auf. Finde ich schön. So, Dali, die Mission hat es in sich und war relativ leicht. So, dann schauen wir gleich mal vorbei bei, wem bei Jimmy? Ah, nein, die Mission, die haben wir schon letztes Mal nicht annehmen können, weil die nur zwischen 6 und 14 Uhr anzunehmen ist. Ich kann es ja nochmal ausprobieren für euch, aber ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass das so ist. Ja, zwischen 6 und 14 Uhr. Aber ich habe jetzt keine Lust, irgendwie hier zu warten. Das machen wir dann nächstes Mal in der nächsten Folge, in Folge Nummer 10. Jo, und jetzt machen wir uns mal auf die Socken zu Salvatore, weil Salvatore hat eine Mission für uns. Aber bevor wir zu Salvatore gehen, speichere ich kurz das Spiel ab. Ne? Sicher ist sicher. So. Bin ich einmal hier um den Block gefahren, das war ja nicht so geschickt. Egal. So. Passt der Laster hier überhaupt rein? Ach, super, der passt da gar nicht rein, ist ja toll. Ja. Toll, ne? So. Curly Scan-Kontakt überspeichern wir. Und ja, ich skippe uns jetzt zu Tony Cipriani. Bis gleich. So, da sind wir bei Salvatore. Und ja, dann schalte ich euch gleich mal aus, weil ich hier hoch muss, den in den Missionsanfang, und ja, lauschen wir. We should take these Colombian bastards out, but while we're at war with the Triads, we ain't strong enough. The cartel has got bottomless funds from pushing that spank crap. If we make an open attack on them, they'll wipe the floor with us. They must be making spank on that big boat that Curly led you to. So we gotta use our heads, or rather one head, your head. I'm asking you to destroy that spank factory as a personal favor to me, Salvatore Leone. If you do this for me, you will be a made man. Anything you want. Go and see 8-Ball. You'll need his expertise to blow up that boat. Und erst jetzt wird mir bewusst, dass Salvatore ja der ist, für den wir mit CJ schon gearbeitet haben. Also es ist natürlich viel später, ne? In GTA 3. Na, das ist ja mal geil. Vielleicht erinnert ihr euch ja an, ich glaube, Part 50, so einen Dreh, da haben wir für Salvatore gearbeitet und den haben wir ja dann sein Casino ausgeraubt da in Las Vegas. Wartet, was soll ich machen? Ich soll zu 8-Ball gehen, genau so war das. So, 8-Ball, der ist ja gleich hier um die Ecke, ne? Die 8. So. Der Wagen schleudert, wie weiß wie, das wisst ihr. Ja, und ich komme mit dem halt noch nicht so zurecht, also haben die Passanten schon recht, wenn sie da. Ne? Zack, komme ich da nicht durch? Hahaha, klar komme ich da durch. Power. 8-Ball, was los? So, das ist ein Cola-Automat. Kann ich mir eine Cola hier kaufen? Ne, leider nicht. Schade. Ein Soda-Automat, Entschuldigung. Yo, my man. Salvatore phoned ahead, but a job like this is gonna need a lot of fireworks. I'll need $100,000 to cover expenses. But you know, with me, you get a lot of bang for your buck. Come back, brother, when you have the money. Brother, I have the money. Let's go. Wie viel Zeit haben wir noch? 3 Minuten. Okay, let's do this then. I can set this baby to detonate, but I still can't use a piece with these hands. Here, this rifle should help you pop some heads. Okay, coole Sache. Wir haben jetzt endlich einen Sniper. Super. So, steig mal ein, 8-Ball. Ja, der Wagen ist zwar fast Schrott, aber ich denke, das geht noch mit dem. Es steht schon hier um die Ecke direkt ein neues Modell, aber ist mir jetzt wurscht. So, reden die eigentlich auch hier in den Sequenzen bei GTA 3? Hab ich schon wieder vergessen, im Auto. Wäre cool, wenn sie das machen würden. Aber ich glaube, der 8-Ball bleibt still. Ja, er bleibt still. Ach ja, ihr müsst schreiben, ob es euch stört, wenn ich mitsinge bei den teilweise mitreißenden Songs oder ob ich das lassen soll. Ne? Kann ich auch lassen. Also, ab zum Hafen. Halleluja. Get a good vantage point, then I'll head in when you fire the first shot.
Such dir eine günstige Position. Jo. Okay. Alle in Lila und Hawaii-Hemden und Cowboy-Stiefeln. Die haben ja gar keinen Style. Aber sie haben eine AK, das ist schon ganz schön geil, eine AK, ja. Gut, okay. Ich soll mir aber diese günstige Position dort suchen, die merken natürlich gar nicht, dass hier ein Typ in der Sniper rumläuft. Hallihallo, ich bin gar nicht da, ne. So. Jumpy, jumpy, jumpy. Ach, kann ich mit der rennen? Das wäre super. Nee, geht nicht. Gut, dann gehe ich jetzt mal hier ganz offensichtlich hoch auf diesen Aussichtspunkt. So. Noch ein bisschen höher. Herrlich. Ja. Und jetzt soll ich den ersten Schuss abfeuern. Problem ist, hier gibt es einen Breitbild-Bug. Ich hoffe, dass der hier nicht wirkt. Und wieso kann ich hier nicht ran? So mit Z vielleicht? Ah, mit Z. So. Doch, doch. Mit dem Zielen, das klappt schon. Boom. Kann man auch nachscopen? Nein. Oh, was? Mission fehlgeschlagen? 8-Ball hat's erwischt? Verstehe ich jetzt aber nicht ganz. Nein! Verstehe ich jetzt echt nicht ganz. 8-Ball? Nun ja. Tja, dann würde ich vorschlagen, wir versuchen uns an dieser Mission in der nächsten Episode. Und sind jetzt hier in die Luft gebackt. Das ist ja mal cool. So. Ah, das hat aber jetzt wehgetan, nicht wahr? So, und jo, dann gehe ich halt in der Folge jetzt nochmal kurz hier mal auschecken, was ist denn das für ein geiler Wagen? Der sieht echt cool aus. Der heißt Cartel. Das ist cool. Und die haben einen guten Musikgeschmack, muss man lassen. So, Cartel heißt der Wagen, gut. Jo, wieso habe ich jetzt eigentlich einen Pumpgun? Egal. Ach, hier liegt gar keine Munition rum. Na, das ist schade. Nun ja, tut mir leid, dass die Mission jetzt fehlgeschlagen ist. Wir versuchen sie beim nächsten Mal nochmal. Ja, natürlich werde ich einen neuen Spielstand laden. Ist ja logisch, ne? Ich habe ja keine Lust, $100,000 einfach nochmal zu zahlen, nur um nochmal die Mission zu machen. Ich meine, ich bin nicht blöd. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, haut rein, liebe Leute. Ciao!